ist. Es hat viel Einsatz, Kraft und Energie gebracht, dass wir heute hier stehen und sagen, we're out, we're proud and we're loud. Aber der Weg ist noch lange nicht zu Ende gegangen. Er ist noch lang. Es gibt noch immer Gefahr für Personen, die so sein sollen, wie sie sind. Es gibt noch immer Ungerechtigkeiten für queere Personen. Und deswegen sind wir hier, wir halten zusammen, wir sind stark und unterstützen diejenigen, die noch immer kämpfen. Bei der Arbeit, zu Hause, bei Freunden oder auch, wenn sie einfach die Straße entlang gehen. Gerade dieser Zusammenhalt ist sehr wichtig. Bei dem momentanen politischen Klima können wir keine Rückschritte zulassen. Denn wenn wir uns jetzt unterkriegen lassen, wenn wir jetzt nicht stark bleiben, sieht unsere Zukunft womöglich nicht sehr rosig aus. Und nicht nur die Zukunft ist zu bedenken, sondern auch die Probleme im Hier und Jetzt sind nicht zu vergessen. Allen voran das noch ausstehende Verbot der Konversionstherapie. Der einstimmige Beschluss des Nationalrates liegt hierzu seit 3 Jahren bei der Bundesregierung. Und die ÖVP legt sich quer. Gerade darum ist es wichtig, im Herzen von unserem Stimmrecht Gebrauch zu machen und auch weiterhin auf die Straße zu gehen. Denn genau deswegen, weil wir uns nicht unterkriegen lassen, weil wir zusammenhalten und weil wir Veränderung vorantreiben und nicht rückgängig machen wollen, sind wir heute hier. Denn wir sind hier, wir sind queer und wir sind stolz darauf. Jetzt noch viel Spaß bei euch allen. Jedes Jahr im Juni sehen wir die übliche Choreografie, an die wir uns mittlerweile gewohnt haben sollten. Die Flaggen werden gehisst, die Unternehmen ändern ihre Logos auf Social Media und mein Algorithmus füllt sich mit Pride-Werbung. An einer so schönen Zeit wie heute könnte man meinen, wir haben genug gekämpft. Wir haben es geschafft. Eine nicht-binäre Person hat den Eurovision Song Contest gewonnen. Elliot Page und Hunter Schäfer spielen in Hollywood-Filmen mit. Die gleichgeschlechtliche Ehe ist da. Es gibt einen Geschlechtsantrag für intergeschlechtliche Menschen. Was brauchen wir noch? Wir können uns zurücklehnen, feiern und stolz sein. Ich bin jeden Tag stolz, queer zu sein. Aber an den meisten Tagen des Jahres ist dieser Stolz auch mit einem hohen Gewaltrisiko verbunden. Diese Gewalt hat viele Gesichter. Manchmal ist sie versteckt, manchmal offen, manchmal zwischenmenschlich, manchmal strukturell. Einige dieser Erfahrungen sind transspezifisch. Wie oft werde ich misgendert? Wie oft wird meine Geschlechtsidentität angenommen? Wie oft werde ich komisch angeschaut, egal auf welche Toilette ich gehe? Welche Steine werden mir in den Weg gelegt bei einer medizinischen oder rechtlichen Transition? Manche Gewalterfahrungen teile ich auch mit Cis-Frauen. Wie oft werde ich auf der Straße angestarrt, angepöbelt und beschimpft? Wie oft werden mir meine Erfahrungen abgesprochen? Wie oft wird über meinen Körper bestimmt? Von Institutionen, vom Pharma-Medizinkomplex oder von der Regierung? Wie oft gehen Menschen davon aus, dass sie mich einfach anfassen können? Deshalb brauchen wir Feminismus. Der queere Kampf braucht Feminismus und umgekehrt. Feminismus kann seine endgültigen Ziele nicht erreichen, ohne die Geschlechterbinarität aufzubrechen. Und Queerness verliert ihren Sinn, wenn wir uns nicht für alle einsetzen, die queer sind. Queerness und Feminismus haben ein gemeinsames Ziel, und zwar die Abschaffung des Patriarchats und der heteronormativen Geschlechterbinarität. Aber weil Identität so vielfältig ist, verstecken sich Unterdrückungssysteme in uns. Ich bin gleichzeitig aufgrund bestimmter Aspekte meiner Identität privilegiert und aufgrund anderer diskriminiert. Das heißt, ich brauche die Unterstützung von Allies gegen die Diskriminierung, die ich erfahre, und gleichzeitig muss ich ein Ally für diejenigen sein, die andere Arten von Diskriminierungen erfahren. Wir können alle Allies für andere sein.
und wir alle sollten und meistens wollen wir auch bessere Ahnen als wir andere sein, because we care. Was nützt uns denn eine Welt, in der wir nur von unseresgleichen umgeben sind? Und um bessere Allies zu sein, sind wir alle dafür verantwortlich, uns für die Bedürfnisse anderer einzusetzen, uns zu informieren und weiterzubilden, zu demonstrieren und gegen Unterdrückungssysteme Stellung zu beziehen, gegen Kolonialismus, Kapitalismus und Rassismus zum Beispiel. Wir haben noch viel vor. Sexuelle Übergriffe, Gewalt und Ausbeutung scheinen heute zum Alltag zu gehören. Femizide, Catcalling, Gewalt gegen Transgender und Frauen innerhalb und außerhalb der Kunden Community sind einige der Themen, mit denen wir uns noch zu beschäftigen haben. In Graz beträgt die Wartezeit für eine Top Surgery für Transmask-Menschen 4 Jahre. Für eine Hormontherapie sind immer noch 3 Gutachten notwendig. Der neue Personenstandseintrag gilt weder für Nichtbinäre noch für Transmenschen. Und nach wie vor gibt es in Österreich kein Operationsverbot für intergeschlechtliche Kinder. An einem Tag wie heute gibt es viel zu feiern, vor allem eben das, was unsere VorgängerInnen, zum Beispiel schwarze Frauen of Color, schon erkämpft haben. Dass wir überhaupt feiern können, weil wir in Mitteleuropa ein relativ privilegiertes Leben führen können. Bei all dem Feiern wollen wir aber nicht vergessen, the first Pride was a riot. Es gibt sowohl in der Welt als auch in uns selbst noch viel zu tun, damit wir alle frei leben können. Deshalb müssen wir alle bereit sein zu lernen und uns um andere zu kümmern. Es ist unsere Pflicht, auch an Tagen wie diesen unsere politischen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Wir müssen weiterhin kämpfen, uns engagieren und politisieren. In diesem Sinne, wir sehen uns heute auf der Tanzfläche und hoffentlich ab morgen auf der Straße bei aktivistischen Aktionen und Demonstrationen. Protest and Party Hard! Wir rühren wirklich jedes Jahr zu Tränen und wir sind für die Stadt zu groß. Wir haben nicht mal am Hauptplatz Platz und wir machen Graz größer im Herzen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die hier sind, bei allen Queers, bei allen Allies, bei allen, die heute hier arbeiten und bei allen, die heute hier ehrenamtlich arbeiten. Einen großen Applaus für die vielen Menschen, die das hier möglich machen. Wir haben schon ganz viele Forderungen gehört. Wir müssen noch viel tun. Und Pride ist eine Demonstration, um das zu fordern. Pride hat aber noch einen zweiten Aspekt. Es ist eine Empowerment-Veranstaltung. Sie soll euch allen heute Kraft und Mut geben. Ihr seid gut, so wie ihr seid. Und nehmt diese Kraft und nehmt sie mit in das restliche Jahr. Wir haben die NS-Zeit überstanden und viele von uns wurden ermordet. Jetzt können wir heiraten. Wir können Familien gründen. Transidentitäten waren noch nie so sichtbar wie jetzt und es wird sicher noch viel mehr in den nächsten Jahren passieren. Die AIDS-Pandemie hat ganz viele von uns viel zu früh sterben lassen. Doch jetzt haben wir PrEP und viele müssen nicht mehr sterben. Ich möchte damit sagen, wir haben viel geschafft. Aber es wird besser. Und nehmt diesen Mut und nehmt diesen Glauben an das Besserwerden mit. Ich möchte euch Kraft geben, Mut geben und das sollt ihr auf der Pride mitnehmen. Es gab auf diesem Planeten noch nie so viele geoutete Queers aller Generationen, die am Leben waren gleichzeitig. Ich wünsche mir Demokratie und dass wir einander wertschätzen, dass wir lernen, auch eigene Fehler einzugestehen, zusammenzuarbeiten und auch über den eigenen Schatten springen. Das ist nicht einfach, aber ich glaube, das brauchen wir. Und zu dieser Demokratie dazu ist die Justiz ein wichtiges Thema. Und ich möchte euch jetzt einen ganz mutigen Mann vorstellen, der Teil unserer Community ist. Michi, komm zu mir. Das ist Michael Schwander. Er ist
Präsident des Oberlandesgerichts Graz seit 3 Jahren. Und seit Michi Präsident ist, ist der Justizpalast in Graz Österreichs erstes und einziges Gericht mit der Pride-Fahne. Michi, warum hast du das gemacht? Was für ein Tag, was für eine Parade, die Lebensfreude, die Energie. Happy Pride, everybody! Ja, die Regenbogenfahne am Justizpalast am Marburger Quai, nicht weit von hier, soll ein Zeichen für die Anerkennung der Vielfalt sein. Das ist ganz wichtig, dass das im ganzen Juni auch sichtbar ist. Mir war das ein besonderes Anliegen, dass das auch von der Justiz passiert, dass auch die Justiz Flagge zeigt, hier im wahrsten Sinne des Wortes. In Österreich, wir haben es gehört, ist vieles erreicht worden in Richtung Gleichstellung und Anerkennung. Weltweit gibt es aber immer noch mehr Ausgrenzung, Verfolgung, Diskriminierung. In zahlreichen Ländern steht Homosexualität unter Todesstrafe. In zahlreichen Ländern werden die Errungenschaften Schritt für Schritt zurückgenommen. Es war mir daher besonders wichtig, mit der Regenbogenflagge nicht nur ein Zeichen der Anerkennung und der Wertschätzung zu setzen, sondern auch ein Zeichen der Solidarität für alle, die weltweit Verfolgung ausgesetzt sind und denen es anders geht als uns. In der Zweiten Republik sind aber immer noch Fehler gemacht worden. Und erst vor kurzem hat sich die Justizministerin Alma Sadic entschuldigt. Wie wird es da jetzt weitergehen, Michi? Ja, es ist auch ganz wichtig, dass sich das offizielle Österreich zu dem Unrecht, das der Community passiert ist, bekennt. Ich möchte jetzt gar keine juristische Dimension von dem Ganzen hier thematisieren, aber ihr müsst euch klar sein, die Diskriminierung, die Verfolgung, die Auslöschung, die Erniedrigung ist jahrhundertelang auf Basis der geltenden Gesetze passiert, mit denen das legitimiert wurde. Jetzt wurde ein historischer Schritt gesetzt. Die Justizministerin hat sich für die Republik Österreich für das Unrecht entschuldigt, das nach 1945 in unserer Zweiten Republik der Community noch immer angetan wurde. Damit ist es aber noch nicht getan. Die Justizministerin hat auch eine historische Aufarbeitung der Diskriminierung und des Unrechts in Auftrag gegeben. Und ich freue mich wirklich sehr, ich habe einen der Autoren der Studie, die dieses Ergebnis, das Ergebnis dieser Aufbereitung war, heute gesehen, auch kein Unbekannter in der Grazer Community, Hans-Peter Weingang. Und der Bericht wurde vor kurzem präsentiert, der Titel Der befreite Regenbogen. Das ist natürlich so ein Backen, das Ganze zu lesen, was alles passiert ist seit 1945, wie lange es gedauert hat, bis die Anerkennung erreicht war. 1971 wurde die Strafbarkeit, die Totalstrafbarkeit erst aufgehoben. Alles andere war ein zäher Kampf, ein Kampf durch die Institutionen, ein Marsch durch die Institutionen, bis wir jetzt bei einer großteils vorhandenen Gleichstellung angelangt sind. Es wird auch eine Online-Gedenkmöglichkeit geben, damit das nicht in Vergessenheit gerät. Und ich kann nur sagen, in einer Zeit, wo weltweit Errungenschaften zurückgenommen werden, wo auch bei uns Errungenschaften der Gleichstellung und Anerkennung in Frage gestellt werden, ist es besonders wichtig, sich dessen zu erinnern, was in der Vergangenheit passiert ist, wie schnell das gehen kann, wie schnell Rechte eingeschränkt werden können. Heute gilt es aber dem Feiern. Ich wünsche euch eine schöne Parade, ein schönes Fest. Happy Pride, everybody. Schade, dass in der Justiz noch immer zu wenige Frauen an Führungspositionen sind. Aber trotzdem bin ich sehr stolz, dass wir dich, Michi, als Teil der Queer Community an der Spitze vom Grazer Oberlandesgericht haben. Danke. Graz, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Feiern und genießt diesen wunderbaren Sonnentag. Schaut noch einmal aufeinander, bis wir im Park im Volksgarten ankommen. Trinkt schon mal einen Haufen Wasser. Wir werden jetzt wieder starten und hoffen, dass uns alle natürlich bis hin zum Volksgarten begleiten.